Hey und willkommen zurück zur nächsten Quatschen wir mal bitte nicht rein jetzt ins Intro, danke. Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge des Minecraft Eden Let's Plays und ihr seht schon, es wird langsam Nacht. Dementsprechend werde ich direkt mal weitermachen und versuchen in das Dorf da vorne reinzukommen, denn hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben. Ich habe nochmal versucht zwischen den Folgen ein wenig was am Shader zu ändern, dass es wieder besser läuft. Und ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Werden wir sehen. Warte mal, bin ich schneller, wenn ich schwimme? Boah, wir haben so neue Fische hier. Ich habe immer Angst, dass jetzt so ein Hai kommt oder so. Wer oder was hat gerade Schaden genommen? Also ich war es auf jeden Fall nicht. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Dungeon. Ja, das sieht aus wie ein Dungeon. Da gehen wir vielleicht dann mal hin. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal pennen hier irgendwo. Ah, sehr schön. Guck mal. Nicht so wie in der ersten Folge, wo die keine Betten hatten. Hier haben sie wenigstens gleich mal Betten. Ich meine, ich könnte mir das jetzt auch einfach mitnehmen. Und ich glaube, das mache ich auch. Da draußen stirbt gerade jemand. Ey, entschuldigen Sie. Können Sie bitte leise sterben? Da sind Sie. Entschuldigung, Sie sind mir zu laut. So. Einfach für die Level. Ich meine, hier könnte man mal überlegen, auch runterzugehen. Oh, wie viele kommen da jetzt? Bin fast tot. Ja, jetzt aber auch. Ist schon mal gut. Da kommt der nächste. Das ist nicht mein Plan. Aber guck mal, ich werde langsam... Oh, der hat Eisen fallen lassen. Ich werde langsam besser. Ich sollte mal was essen. Aber das ist doch ein schöner Morgen. Oh Gott, meine Nase kribbelt. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen. Da gehen wir gleich runter. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Dorf an, bevor ich nämlich gleich episch sterbe. Das Bett nehme ich übrigens jetzt nicht mit, falls ich wirklich da unten dann sterben sollte. Guck mal, so klug bin ich. Ja! Und da ist ein Waystone. Die wollte ich euch nämlich schon mal beim letzten Mal zeigen. Ich glaube, die habe ich da noch nicht gesehen. Wir haben einen Waystone hier. Sprich, wir können dann einfach zu dem Dorf hier. Raurakure, so heißt das Dorf also. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch Dorfbewohner finden, das fände ich super. Hier ist schon mal niemand drin. Hier oben vielleicht? Nee, aber hier ist eine Kiste. Mit... Boah, Prismarinkristalle, die sind glaube ich richtig gut, wir können mal kurz drauf gucken. Ich glaube, dass wir... Guck mal, wir können hier so einen Speer mitmachen. Der sieht schon sehr krass aus. Boah, was ist das denn? Crossbow. Also ich glaube, dass die Dinger ziemlich gut sind. Deswegen nehmen wir das mal mit. Stimmt, ich wollte mir mal, das kann ich mal jetzt eben machen, ich wollte mir ja mal so einen Rucksack machen. Ich dürfte eigentlich alles beisammen haben dafür. Oh, wie war das nochmal? Ich habe versucht, es mir zu merken. Weil ich habe ja auch schon ein paar der Mods ein bisschen ausprobiert. Guck mal, dann war es gut, dass ich die Kiste gleich genommen habe. Und jetzt bräuchten wir Stein oder Holz? Es war Holz. Macht ja auch Sinn irgendwo. Obwohl, macht das Sinn? Rucksack aus Holz? Ha, so war's. War also doch nicht so. Rucksack. Ah, wir müssen jetzt auf Englisch machen. Backpack. Ah, Eisen war's. Na gut, neuer Versuch. Dann habe ich es mir ja fast gemerkt. So. Das macht nämlich wiederum mehr Sinn als Holz. Jawohl. Dann haben wir unseren Backpack. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Ich bin in der Rucksack voll mit Zeug und habe viel dabei. Alter, der hat ja richtig viel Platz. Oha,
Okay, das ist, das habe ich jetzt nicht erwartet. Dafür war der ziemlich billig. Von Simple Backpack. Ghostly Leggings. Okay, was haben wir hier noch? Panzerhandschuhe. Nee, da packe ich mal den Mist rein, den wir jetzt so schnell eh nicht brauchen werden. Das. Graue Wolle, Faden, Kürbis, Tempo. Kupfer werden wir so schnell wirklich nicht brauchen. Den hier, den, das. Das finde ich witzig, man kann in den Rucksack... Kann man theoretisch einen Rucksack in den Rucksack packen? Bestimmt, oder? Das wäre schon heftig. Dann packst du dir das einfach voll mit Rucksäcken und dann brauchst du gar keine Kisten mehr. Kannst du alles mit dir rumtragen. Das war saugefährlich, sobald du stirbst, ist einfach dein komplettes Zeug weg. Aber du könntest es machen. Das hier brauche ich nicht, das hier brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ja. Kann ich aus denen hier Samen machen? Ich könnte die kompostieren. Das will ich nicht. Ich könnte die also nur kompostieren. Dann können wir die theoretisch auch essen. Vielleicht ist es mit der Sternfrucht. Ich dachte, ich kann dann da Samen draus... Ah ne, da kann ich einen Setzling draus machen. Das geht also. Guck mal, einen Fruchtkuchen können wir auch machen. Und einen Smoothie. Das ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne Erleichterung jetzt hier mit dem Rucksack. Dann können wir nämlich jetzt wieder mehr Sachen sammeln. Und dann können wir den Quatsch hier nämlich auch mitnehmen. Und Papier. Packen wir gleich hier rein, damit das alles schön und ordentlich ist. Und die Kiste nehme ich auch mit, dann haben wir nämlich wieder zwei Kisten. So, war doch schon mal ganz gut. Die Dinger weiß ich nicht, können wir die mitnehmen? Dann können wir uns unsere eigenen Villager bauen. Ocean Crafty Table, okay. Das ist halt von diesem einen Mod, der neue Villager hinzufügt. Das ist schon ein schönes Haus, was die hier haben. Fällt mir jetzt erst auf. Wahrscheinlich schöner als das, was ich dann bauen werde. Ja, also da vorne gehen wir gleich rein. Gibt's heute ein bisschen Dungeon Action. So. Kleiner Zungenbrecher. Das sind Baby-Villager. Na, ihr? Dorcas Höhle. Das wollte ich euch nämlich zeigen. Ich habe den Namen hinzugefügt. Der Quirinus-Keicher. Schön. Ja, komplett unnötig, aber ich fand's witzig. So, jetzt haben wir auch ein lilanes Bett. Die zwei quatschen ein bisschen, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Den haben wir hier. Hallo, ich möchte sehen, wie sie heißen. Boah, hat der einen langen Namen. Wie heißen sie? Wanderer, Eva, The Woodworker. Wanderer Ives ist das. Könnte ich gar nicht sagen, ob es ein R oder eine Sie ist. Oh, den könnten wir... Ey, mit denen können wir sogar tauschen. Oha! Das ist ein guter Mann. Das ging alles schneller als... Weil das hier ist nämlich sehr cool. Ein Warps Stein. Danke! Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, werter Herr. Werter Herr Wanderer. Ich fand die Idee so witzig, wenn die eigene Namen haben. Oh, so eine Glocke, aber ich glaube, ich baue die gar nicht ab. Weil wir ja auch immer mal zurückgehen können. Oh, da ist ein Lagerfeuer. Das gehört jetzt mir. Meins. Nein! Als ob da nur Kohle rauskommt. Das war sehr erfolgreich. Alter, wie groß ist denn das Dorf? Und ich wollte heute noch in das andere Dorf und da oben kannst du auch noch rein. Cool ist das denn? Nächste Kiste. Yes, Kartoffeln. Und noch mehr Smaragde. Und Eisenklumpen, die ich brauche. Und einen Tasty Bone. Ah, das ist so ein Artefakt. You hear distant howling as you hold the Tasty Bone in your hand. Weiß ich nicht, ob uns das was bringt, aber... Oh nice, und Fichtensetzlinge sind auch immer schön. Und... Mensch, das ist ja eine richtig, richtig erfolgreiche Folge, jetzt schon. Dieses baue ich da übrigens nicht ab. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas vergessen? Oh, hier sind jetzt auf einmal so viele. Warum sind so viele auf einmal hier? Was ist denn jetzt hier los? Quenby Quanbeck. Oh, okay, dann halt nicht. Oh, da ist der Eisengolem. Den haben wir hier. Sadie Corsley, the Woodworker. Wir haben noch einen Woodworker.
Den haben wir hier. Dann immer wieder auf sie hüpfen. Ich kann so ihren Namen nicht lesen. Kelderman Burrows the Butcher. Boah, wie sieht ein rohes Hühnchen aus? War das schon immer so pink? Was willst du? Ah, das ist Gwendy Quanbeck. Evangeline Quintrill. Evangeline? Evangeline? Ey, ich finde das so cool. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so, das bringt nochmal ein neues Leben irgendwie ins Dorf. Immer noch eine Kiste. Federn, Pfeile. Gut, ist jetzt nicht so heftig, aber immerhin. Was ist das? Ja, wie gesagt, wir haben ganz viele neue solcher Dinger, aber. Ich will hier nichts. Bitte lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich bitte. Ich wollte wirklich nur mal kurz gucken. Ah, danke. Wirklich, ich hab nichts geklaut oder so. Da ist auch gar nichts drin zum Klauen. Oder stehe ich Ihnen im Weg, Mister? Ich habe ein bisschen Angst vor Ihnen. Dann komme ich hier nicht. Ich gehe dann mal. Tschüss. Vielleicht haben wir hier noch was? Nee. Tolle Armee. Können wir die. Darf ich mit zu euch? Hi, ich bin jetzt einer von euch. Ist das nicht schön? Also Gefühl wird schon wieder Nacht. Hier haben wir noch so einen komischen Tisch, wo ich keine Ahnung habe, was der macht. Hier geht's noch weiter. Noch so ein Tisch. Und hier haben wir eine Sägedingens. Sägeblatt. Können wir auch mitnehmen. Da weiß ich auch immer noch nicht so wirklich, was man mit denen machen kann. Die sind ja schon relativ lange drin, aber ich habe die noch nie benutzt. Also wirklich noch nie, nie. Also noch nie, noch nie. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich habe das halbe Dorf übersprungen, aber das ist riesig, das Ding hier. Und auch richtig schön. Also gefällt mir voll gut hier. Oh ja, weil noch mehr Holz und Brot und Kürbiskerne. Gut, da haben wir noch Kürbisse, die brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber schön, dass wir so ein bisschen Gemüse auch haben. Ich gehe nochmal pennen. Diesmal im blauen Bett. Ah ja, das wollte ich euch eigentlich auch mal zeigen. Einfach nur, weil ich es habe. Guck mal. Ich kann jetzt zum Beispiel bei was für ein Geschäft, kann ich jetzt drauf gehen und dann bin ich sofort beim bei dem Achievement. Ich weiß nicht, warum das im normalen Minecraft nicht geht, aber es geht irgendwie nicht. Und so könnte ich halt gucken, Landwirtschaft zum Beispiel oder Tree Cookhouse Structures oder keine Ahnung. Man kann hier ziemlich viel cooles Zeug machen. Und das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Nein, was ist denn da los? Oh. Aber vielleicht hatte der ja ein Insekt bei sich. Ah, nein, Piranhas oder was? Was war denn das? Wir wissen, was das ist für ein Fisch. Raw Eel. War ein Aal. Der sich da mal eben an uns festgesaugt hat. Der dumme Fisch. Wir wurden mal eben angeaalt. Guck mal, nehmen wir uns gleich mal wieder. Diesmal sind es Orangen. Guck mal. Nehmen wir uns ein paar Orangen noch mit. Ah ne, das ist wieder Aprikosen. Naja. Die sind ja so schnell alle, da können wir ein paar mitnehmen. Boah, ich habe jedes Mal Angst, wenn hier irgendein Tier oder irgendwas kommt, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass Tiere uns genauso angreifen können. Und das ist ein bisschen beängstigend. Weil jetzt haben wir die ganze Folge hier fast schon drin verbracht. Ich würde sagen, wir gucken mal vor. Naja, hier waren wir ja schon drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe Häuser vergessen. Ich glaube, hier drüben war ich noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Das werden wir spätestens sehen, wenn hier eine... Ah doch, da habe ich das Bett geklaut. Dann sind wir da geradeaus noch nicht lang. Weil hier war ja, glaube ich, dieser Butcher. Warum tut einem hier alles weh, Mann? Ich habe schon wieder Hunger. Hat der Golem eigentlich auch einen Namen? Nein.
Er ist immer noch ein normaler Golem. Hier unten war ja nie was drinnen, ne? Muss mal wieder hoch. Hier haben wir, oh, ganz viele Kartoffeln. Und Süßbeeren. Und Fichtenholz. Und Brot. Und Weizen. Das können wir jetzt nicht mitnehmen. Wir können mal wieder ein bisschen was in den Rucksack packen. Lazuli, Lapis, Lapis, Lazuli können wir mal wegpacken. Rotten Fleisch, das brauchen wir eigentlich auch nicht, aber egal. Damit weiß ich noch nicht, was wir machen können, aber ich habe den einfach mal mitgenommen, weil der schön aussah. Also, wenn nicht, benutzen wir den einfach zum Bauen. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, Tasty Bone kann ich vielleicht mal ausprobieren in der nächsten Folge oder so. Weil diese ist jetzt auch schon wieder so wie rum. Ich will bloß mal noch gucken, weil ich habe hier noch ein, zwei Häuser vergessen. Die machen wir jetzt noch. Und dann verabschiede ich mich eigentlich auch schon wieder. Jawohl, noch mehr Kartoffeln. Quelle? Heißt die Quelle? Nee. Quitrell. Quitrell, ich habe ihm nichts geklaut. Die Namen sind schon sehr fancy. Alter, wie schön. Ist es normal schon in den neuen Minecraft-Sachen? Was bist denn du? Da ist der Dachs. Nee, ist das normal, dass die so schön sind, oder liegt das an dem Mod, den ich hinzugefügt habe? Ich finde das Dorf super schön hier. Und hier haben wir Kelderman Barrows the Butcher. Fühl dich nicht gestört, wo auch immer du hier gerade drin sitzt. Ich bin nur hier zu Besuch, um ihre Kuh mir mal anzuschauen. Ich muss ihnen leider mitteilen, dass ihre Kuh, der ging es nicht so gut. Und ihr Räucherofen ist auch kaputt. Den würde ich mir mal aus wissenschaftlichen Zwecken mal genauer anschauen. Ist das okay für sie? Ich hoffe. Aber den haben sie ja bestimmt eh nicht gebraucht, weil sie ja nur da hinten, ich bin, tschüss. So, waren wir hier schon drinne? Ja. Dann können wir jetzt soweit sagen, dass ich eigentlich durch bin, und dann können wir mal gucken, dass wir wieder zu dem Dungeon davor kommen. Der war doch hier irgendwo. Ey. Oh, hier sind noch mehr. Oh, die Folge wird schon wieder so lang. Ich will das nicht. Aber da kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Obwohl, 17 Minuten ja erst. Aua! Das hat Feuer. Sally Corsley. Hi Jungs, ihr macht einen guten Job, wirklich. Ist hier oben was? Ja, was haben wir hier drinne? Schon wieder so Seekern. Und noch ein Smaragd. Wir haben jetzt einfach schon drei Smaragde. Boah, ich finde das gerade voll cool, irgendwie durch das Dorf hier durchzulatschen. Ich weiß, es ist jetzt diese Folge nur Dorf. Und in der nächsten Folge dann wahrscheinlich nur Dorf. Und in der Folge danach nur Dorf. Aber ich find's schön. Also lassen Sie mich bitte. Hier, da waren wir noch nicht drin. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Och man. Oh, hier ist noch ein Waystone. Krrrkrat. Krrrkrat. Dann waren das zwei Dörfer, die hier sich zusammengetan haben, so ein bisschen. Oh, ein leuchtendes Ding. Cool. Die nehme ich noch mit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür wir Kürbisse brauchen. Jetzt haben wir Kürbisse. Das Lustige ist, wir können jetzt, guck mal, wenn wir hier rechts, jetzt könnten wir theoretisch darüber reisen. Dann müsste ich nicht den Weg dahin laufen. Das ist eigentlich voll klug. Ich könnte bloß kurz gucken, aber hier war ich ja noch nicht. Probier das mal aus. Das war voll unnötig, aber ist mir egal. Warte, dahin müssen wir. Mann, jetzt ist Regen hier, das finde ich jetzt nicht so schön. Da waren wir, glaube ich, schon drinnen. Und hier haben wir, glaube ich, gepennt gehabt. Genau. Können wir jetzt zufällig pennen, oder ist das einfach nur bei Regen? Na gut, es ist einfach nur bei Regen. Aber ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. In der nächsten gehen wir mal hier runter und mal schauen, ob das ein Dungeon ist oder nicht. Ich kann leider nicht genaueres erkennen. Es kann sein, dass es ein riesiges Konstrukt wird. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Höhleneingang ist. Ich weiß es nicht. Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Guck mal, wir haben gefühlte 20 Meter haben wir es weiter geschafft als in der letzten Folge. Ich hoffe trotzdem, dass dich diese Folge ein wenig unterhalten konnte. Ich meine, wenn du bis hierhin geguckt hast, dann wird es ja nicht so schlimm gewesen sein, hoffe ich.
Und wenn du sehen willst, ob das da unten ein Dungeon ist und wie der so aussieht und so weiter, dann schalt auch beim nächsten Mal wieder ein. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und bis dahin, ciao, ciao.